Vater unser im Himmel, ich danke dir, dass du mir die Kraft gegeben hast, dieses Finale zu überstehen. Gesegnet sei dein Name und bla 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 bla. Amen. Willkommen zurück zu Mario Party 4. Leute, dieser Part ist ungefähr 50 Freakouts nach dem letzten entstanden und ich hab... Boah. 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 Das ist neben diesem Dreh auf den Touchscreen-Kampf vom Super Mario 64 DS der beschissenste Bowser-Kampf in der gesamten Nintendo-History und die geht seit 30 Jahren und das soll schon wirklich was heißen. So ein beschissener Kampf. Boah. Wie kann ich gegen DK verlieren? Ich habe genug. Das sagst gerade du. Jetzt hör mit dem Scheiß. Dies ist ein Geschenk von Meister Bowser. Sieht so aus, als hätte er es verloren. Also nimm es nur. Und? Deine anderen Geschenke hat er auch nicht mitgenommen. Vielleicht ist Meister Bowser ja doch ganz nett. Also, herzlichen Glückwunsch, DK. Schade, eine Kopfschmerztablette hätte ich mir gewünscht. Was hat Bowsers Fass denn bitte mit DK zu tun? Ach, egal. Bowsers Fass. Das soll der Preis sein. Das ist der Preis. Wenn irgendwie eine riesige Goldstatue oder irgendwas erwartet. Bowsers Fass, das sieht dazu noch beschissen aus. Ja, drei Fässer. 3 von 6 Preisen im Fässer. Also, komm, egal. Ja, speichern, bitte. Bitte, speichern, einfach nur speichern. Und das Geschenk war auch noch teuer. Naja, was soll's. Alles Gute. Kaufst du überhaupt ein Geschenk, wenn er sonst sowieso nicht geben wollte? Egal. Jetzt hast du von jedem ein Geschenk bekommen. Aber tatsächlich gibt es eins mehr. Nein. 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 Yeah. Wer will wohl für dich noch eine Party schmeißen? Nein, 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 nicht nochmal. Errätst du mehr? Ein Charakter fehlt. Ein Charakter fehlt, der nie vorkam in den ganzen neuen Runden, die ich jetzt gespielt habe, in den neuen Brettern. Also... ich muss die Bretter ja dann manchmal doppelt spielen. Da ist noch jemand. Banana. Das Face ist so geil. Happy Birthday, DK! Und damit kommen die Credits. Also kam er doch nicht. Er kam doch nicht. Ich dachte, Mario kommt noch, weil der kam halt, wie gesagt, in die ganzen Bretter nicht ein einziges Mal vor. Und was sind das jetzt für Konzeptbilder? Oh, cool. Er kam in den ganzen Runden nicht einmal vor und ich frage mich, warum? Die haben wir nicht einmal gesehen. Aber gut. Oh, da kommen die Credits und ich muss mich gerade erholen von dem Scheißdreck da. Oh, Scheiße. Also jetzt zeigen die, wie die den Party Cube da entwickelt haben. Schöne Musik übrigens wieder. Ja, machen wir mal kurz meine Meinung. Es kommen, wie gesagt, nur die Minispiel-Modi, aber machen wir einfach mal kurz meine Meinung zum Spiel.
An sich eine wirklich schöne Party, die viel Spaß macht. Natürlich entfaltet Mario Party sein volles Potenzial immer, wenn man es mit Freunden oder sonstigen spielt. Aber auch allein kann man großen Spaß haben, hat man an mir auch wieder gesehen. Ich hatte wirklich großen Spaß an der Party. Mir hat es bis zum Ende wirklich gut gefallen, bis zum Ende. Das beste Brett bleibt das vom, jetzt habe ich Versteiger gesagt. Das war mit das Geiste, aber auf eine andere Art und Weise. Das beste Brett war das vom Goomba, habe ich auf jeden Fall noch so in Erinnerung. Die restlichen weiß ich schon gar nicht mehr, wie die alle hießen. Das werden wir sehen. Werden wir nicht mehr spielen, den Partymodus nicht mehr, verdammt. Egal, die Namen sind ja auch relativ unwichtig. Also das Beste auf jeden Fall das vom Goomba, die restlichen schwer einzuordnen. Toads war ganz geil, Boost hat mir jetzt nicht so gefallen. Shy Guy, ja, wie gesagt. Und der Koopa halt, weiß ich auch nicht. War nett, aber das mit dem Hotel hat mich so ein bisschen gestört und ja. Ja, und halt jetzt das letzte Mal, das war halt scheiße. Ansonsten bei den Minispielen muss ich sagen, gibt gute, gibt schlechte, das ist in jeder Party so, das ist immer dasselbe, es gibt immer gute und schlechte. Teilweise fand ich die Minispiele aber extrem beschissen programmiert, da geht ganz oft, dass ich irgendwie drücke jetzt eine Taste und es funktioniert einfach nicht mehr. Und bei diesen unterschiedlichen Games gesehen hat, einfach, es funktioniert teilweise einfach nicht richtig. Des Weiteren sind einige Spiele extrem unfair, was die Fairness angeht, also zum Beispiel dieses mit dem Kran, der ist der Einzelspieler komplett im Vorteil. Das ist bei vielen Partys der Fall, aber ich muss es halt auch immer wieder kritisieren, so auch hier. Das ist immer wieder der Fall, dass da einfach kein Kräftegleichgewicht herrscht. Ansonsten ungefähr die Hälfte der Minispiele ist geil, die andere Hälfte ist nicht so toll. Wenige sind wirklich schlecht. Also was zum Beispiel wirklich schlecht ist, ist das mit diesem komischen Drehboot da in dem Wasser in der Höhle. Weil das funktioniert überhaupt nicht, da habe ich keine Ahnung, wie man das überhaupt gewinnen soll. Entweder ist das verpackt oder sonst was, das funktioniert einfach nicht. Das dümmste Minispiel auf jeden Fall in der ganzen Party. Die Kampfminispiele haben mir jetzt auch nicht so gefallen, aber es gibt auch extrem gute, zum Beispiel Schneemann-Brigade hat mir sehr gefallen. Das mit dieser Buchseite, die einen einquetscht, ist ganz cool gewesen. Das mit dem Autorennen da hier mit den Schalten fände ich auch ganz cool, auch wenn ich das am Anfang nicht so ganz begriffen habe. Es gibt ein paar gute, wirklich. Von daher, es gibt auch nur 50, als eine der Partys, die nur 50 hat, die anderen haben mehr. Oder ich glaube noch zwei oder drei andere Partys, die auch nur 50 neue haben, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Alles in allem finde ich es aber ganz gelungen. Das Spiel macht Spaß. Das Ende ist leider komplett beschissen. Also, Entschuldigung, aber diese komischen... Erstmal dieses Brett. Das Brett ist der letzte Dreck. Aber dieser Endboss-Kampf, wenn man es überhaupt Kampf nennen kann, dieses Puzzle-Jump-Run-Kampf-Etwas, einfach nur komplett beschissen. Also für mich der beschisseste Bowser-Kampf neben diesem von diesem Touchscreen-Gedreher in Mario 64 DS. Also das ist wirklich, das ist komplett beschissen, braucht doch nicht spielen, wirklich, lasst es sein, spielt es nicht, spielt alle Bretter, aber nicht das Brett und den Endboss, also es nimmt den Spaß, es nimmt einfach den Spaß, dafür, dass der Rest wirklich geil ist und viel Spaß macht. Designs von denen hier finde ich übrigens auch ziemlich cool, hier der Toad mit seinem Artistenanzug und die ganzen, das ist relativ cool gemacht, auch ganz niedlich. Zu den Extra-Modus kann ich jetzt noch nicht sagen, das machen wir danach auch nochmal, wenn der Extra-Part kommt. Weil ich werde jetzt gleich aufnehmen und hier mit dranhängen, also ihr werdet das jetzt hier gleich im Anschluss direkt sehen. Ich weiß nicht, wie ich das zusammenschneide, vielleicht mache ich das Ende auch noch mit an den letzten Part. Ich habe keine Ahnung, das werden wir sehen, wie ich das alles zusammendeichsel. Musik, genau, Musik finde ich ganz geil, aber dieser Track, der bei der Siegerehrung spielt, ist der geilste Track, den ich in Mario Party je gehört habe, im sämtlichen. Dieser Track ist absolut einzigartig hier, ist mega geil, einfach nur. Den wünsche ich mir in anderen auch wieder, leider gibt's die nicht. Andere Partys haben auch geile Musik, aber dieser Track, der übertrifft einfach alles. Der übertrifft einfach alles, dieser Soundtrack, ne? Ja. Alles in allem, wie gesagt, wirklich eine gelungene Party. Sehr schön, die erste auf dem GameCube. Gut, positiv muss man noch sagen, die letzte GameCube-Party, in der DK spielbar ist. Leider. Trotzdem schön, dass es ihn hier noch gibt. Er ist ein cooler Charakter, ich habe gern mit ihm gespielt. Und ja. Das ist sicher schon alles, was ich dazu sagen kann. Wie gesagt, schönes Spiel. Wenn ihr Freunde oder so habt, mit denen ihr spielen könnt, auf jeden Fall Kaufempfehlung, ganz klar. Auch so macht es großen Spaß. Bis halt auf das Finale, was scheiße ist, aber gut. Ansonsten wirklich eine sehr schöne Party, noch eine gute. Bei Mario Party 9, 10 und so weiter ist es ja dann leider, wie es ist. Aber ja, alles in allem kann ich die Party nur empfehlen. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich, sie gespielt zu haben. Und was kommt jetzt denn noch?
Ende. Ja gut, hätte jetzt quasi den Anfang erzählt, die Credits, finde ich auch ganz cool. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Muss ich auch was drücken, oder? Hallo? Ah, Start, okay, ich muss den Start drücken. Möchtest du speichern? Ja, bitte. Ich bitte darum. Und dann sind wir wieder im Titelbildschirm. Wie gesagt, machen wir direkt noch den Minispielmodus. Eventuell seht ihr es jetzt in einem Part. Ansonsten willkommen zurück zum nächsten. Ich habe ja schon gesagt, in diesem oder im letzten Part. Ich weiß noch nicht, wie ich schneide. Also, ihr werdet sehen. Es gibt auf jeden Fall jetzt, wo das Story-Modus vorbei ist, wie gesagt, noch die Modus. Diese zusätzlichen Modi. Nämlich den Minigame-Modus. Und den Extra-Room. Übrigens, wenn ihr das, habe ich noch gar nicht gesagt, wenn ihr das Spiel auf 100% spielen wollt, wir können uns das mal kurz anschauen, dann müsst ihr wirklich mit jedem Charakter den Story-Modus komplett von A bis B durchspielen. Ihr seht's gleich. Oh, was machst du denn hier? Ach Gottes Willen, jetzt hast du das Spiel durchgespielt und du bist immer noch hier. Meine Fresse, lass mich doch endlich in Ruhe nochmal. Oder willst du es darauf anlegen, dass ich dich wieder betrüge? Ja, ja, komm, sei still, Scheiße. Ja, ja, dann schau dir halt deine Preise an, ne? Ja, jeder Socke steht für einen Charakter ein Podest, für irgendetwas. Sind auch keine Geschenke. Also ihr müsst es wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal durchspielen, um alles zu haben. Und hier ist die Geldes Geschenk, zu den jeweiligen Dingen auch noch ansehen, ändern. Aber diese Effekte macht es nicht mehr. Da hat er immer mal so Effekte gemacht, wo dann plötzlich mal irgendwie... Nee? Nee, ich kann damit nichts machen, schade. Ist viel schade, warum hast du die Effekte nicht mit eingebaut? Haust du endlich ab? Ja, ja. So. Schauen wir uns nochmal die Modi an. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt aussehen wird. Machen wir beim Minimodus an. Minimodus. Beim Minigame-Modus meine ich natürlich. Das ist jetzt vollkommen blind. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht angeschaut. Soll ich sehen, was es ist? Hey, das ist der Minispielmodus. Womit kann ich dienen? Ja, hier kann man die normalen Minispiele spielen. So viel kann ich mir schon denken. Du möchtest diese Minispiele bestreiten. Ja, freie Auswahl, Teamwork, Ausdauer, die nötige Anzahl an Siegen. Gewinne im Bingo-Style. Also bei freier Auswahl kann ich mir die Minispiele auswählen. Halte die Spiele im Team. Was ist das denn? Oh, ich darf einen zweiten menschlichen Spieler. Ah, okay. Ja, okay. Okay. Das geht auch. Das check ich gerade noch nicht. Wir werden gleich sehen. Ja, ist egal. Ja, komm. Ich will einfach mal kurz. Ja, ist relativ egal. Ich will wissen, was das ist. Ach, das sind die Team-Minispiele. Ah, warum haben sie die extra aufgelistet? Warum haben sie die extra aufgelistet? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, wie ist es dann hier? Kann ich die hier auch spielen? Ja, komm, machen wir hier. Zack. Tatsächlich. Fehlt uns sogar noch eins. Hier irgendwie. Ah. Etc. Das setzt die Fecht Both for Wrestling. Was ist das? Aha. Story. Ja, die ganzen Story-Minigames. Bowser. Battle.
Es fehlt noch genau ein so ein Spiel. Das ist das Einzige, was uns noch fehlt. Ja, okay, ganz verstehen tue ich das nicht mit dem Einzel und mehreren. Ist auch egal. Was ist denn die Ausdauer? Das will ich mal probieren. Was ist denn die Ausdauer? Wir schauen uns das einfach mal an. Wie Siege 3 Win Match. Aha. Natürlich wieder DK. Wieder auf schwer, wie immer. Zack. Ach so, da macht man einfach nur. Ah, da geht es dann darum, wer die. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 einstelle, kommt da wer zuerst 5 Siege hat. Ah, okay. Aber das ist ja dann auch nur das normale. Ja, nee, das, ich will die Bonus-Dinger machen. Die normalen Minispiele spielen, die haben wir ja im Let's Play gesehen. Ich hätte gern bitte die Bonus-Spielchen. Bingo Battle. Wenn ich spiele im Bingo-Style. Das sind doch ganz geil. Probieren wir das. Spielen wir mal das. Das Ding mal nach was Besonderem. So. Ja. Zack. 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 Ja, von mir aus. Ist mir egal. Mal den Luigi ins Team. Tic-Tac-Tor. Wähle ein Feld aus. Jetzt wähle ein Minispiel. Ach, und wer gewinnt, darf den Chip dann setzen, oder wie? Bestellung bitte ist dran. Ja, klar. Okay. Machen wir das doch einfach mal. Machen wir das doch einfach mal und schauen uns das mal an. Also wenn ich das richtig verstehe, muss jetzt jeder, wenn er ein Minispiel gewinnt, also vorher halt einen Chip setzen und wenn er das Minispiel gewinnt, darf er ihn dann dort behalten. Wer halt dann zuerst ein normales Bingo hat, werden wir mal die Pommes. Wer zuerst ein normales Bingo hat, der hat dann gewonnen, würde ich sagen. Geht das auf jeden Fall schon mal nicht. Auch nicht. Ja, da drüben wäre noch was gewesen. Okay, Hotdog, Suppe, Pommes. Suppe, Hotdog, Pommes. Suppe, Hotdog, Pommes. Suppe, Hotdog, Pommes. Suppe, Hotdog und dann müsst ihr die Pommes sein. Ja. Suppe, Eis, Pommes. Suppe. Ah, sehr schön. Komplett. Super Eis Hotdog. Super Eis Hotdog. Super Eis Hotdog. Oh, ne Hotdog. Da drüben, links von dir. So, jetzt mal noch sehen, wo das. Ah, scheiße. Wo ist der Mist? Okay, wir haben's. Luigi hat's geschafft. Ich kam leider nicht an ihm vorbei. Ich hab ja gesagt, links von ihm, weil ich mir das gemerkt habe, aber. Die Geonuichi sind die Sieger. Okay, ich würde sagen. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, du nimm mal dahin. Und es ist. Schon wieder Bestellung. Schon wieder Bestellung, bitte. Was zur Hölle? Hat man doch gerade. So. Eis und Dingenskirschen. Könnte ich mir noch zwei mehr? Ich habe zu spät aufgepasst. So, das Eis habe ich. Der Rest hat Luigi. Sehr schön. Okay. Pommes Super Hotdog. Pommes Suppe Hotdog, Pommes Suppe Hotdog. Pommes. Sehr schön, sehr, sehr schön. Pommes Eis Hotdog. Pommes Eis Hotdog. Pommes Eis Hotdog. Eis da. Sehr schön. Da nicht? Sehr schön, der Luigi hat die Suppe sehr, sehr schön. Ja, also ich merke immer so drei nebeneinander, weil jetzt kannst du dir merken, weil alles merkst du dir sowieso nicht und zwei oder so ist dann zu wenig. Drei kannst du nicht gut merken, so wie ich halt immer einfach so Pommes, Eis, Hotdog und dann halt immer wieder sprechen, während das sich dreht und dann klappt das auch.
Ja, und jetzt will er natürlich irgendwie gewinnen. Ist ja klar. Und wenn wir so machen, müssen wir auf jeden Fall nur noch einmal gewinnen, wenn wir das jetzt schaffen. Nein. Nein. Warum kommt das Dreckspiel jetzt? Alles klar, nein. Nein, schade. Ich kann nicht abbrechen, schade. Das Drecksgame. Ich habe vorhin noch gesagt, im Fazit beschissenstes Spiel. Auf jeden Fall. Wie ging es überhaupt nochmal, ne? L und... Ne, hä? Ach so, A und B. Oh Gott, ja, keine Ahnung. Ja, ihr seht schon, die sind schon wieder deutlich vorn. Keine Ahnung, wie man das hier gewinnen soll. Ich drücke eigentlich, drücke ich gleichmäßig, aber ja. Ihr seht es. Dann komplett vergessen. Keine Chance. Chancenlos, chancenlos. Wobei, jetzt haben wir sogar mal einen richtigen Dreh raus. Jetzt sind wir schneller. Aber das schauen wir trotzdem nicht. Nee, nee, nicht mal ansatzweise. Ja, das Milchspiel ist Dreck. Das Milchspiel ist absoluter Dreck. Gut, ist auch abgeschlossen. Dann haben die halt einen Punkt. Trotzdem werde ich auf jeden Fall weiterhin mein... wobei... Dahin. Komm schon. Okay, das sollte man gewinnen. Komm, Luigi, das schaffen wir. Komm schon, komm schon, komm schon. Die große Entweichung. Auch ein extrem geiles Minispiel mit eins der besten. Gefällt mir nämlich sehr. So, jetzt sind wir am höchsten Punkt. Wir müssen jetzt schon deutlich besser als die. Sehr schön, Luigi. Nice Job. Okay, jetzt haben wir... Das war jetzt schlecht. Jetzt kurz wieder besser. Ja, gegen Ende waren wir leider ein bisschen schlechter, aber... Davor haben wir gehockt und das hat auch gereicht zum Sieg, weil die beiden extrem schlecht waren. Liebe Peach und lieber Yoshi, das war nichts. Das war gar nichts. So. Die wollen ihn natürlich da platzieren, ist ja klar. Aber ich platziere ihn da. Wenn es gut geht, haben wir jetzt schon gewonnen. Aber nicht, wenn so ein Dreckspiel kommt. Okay, komm. Verlieren wir sowieso, aber ich probier's. Nee, es funktioniert nicht. Kannst du drücken, wie du willst, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Nee, keine Chance. Vorhin hat man mal kurzzeitig den richtigen Rhythmus raus bei der ersten Runde, aber jetzt ist schon wieder. Und jetzt geht es plötzlich wieder schneller. Warum geht das so übel schnell, wenn man richtig mal drückt und dann geht's plötzlich. Jetzt geht's wieder gar nicht. Was ist denn los? Ach, egal, egal. Das kannst du sowieso nicht gewinnen als menschlicher Spieler. Wird tatsächlich nochmal spannend, weil die, wenn jetzt nochmal das Spiel kommt, haben die sogar gewonnen. What the heck? Ja, ich will dahin auf jeden Fall. Ich will weiter da hoch. Sag mal, zwei Minispiele von wie viel? 8? Ja, schon, mach. Sind irgendwie immer dieselben. Ja, das ist ein bisschen doof gelöst. Warum gibt man denn nicht mehr Minispiele? Das ist doch... Schissen. Super Eis und das Ding da. Das hatte ich mir leider keins von beiden gemerkt. Ja, und das merkt man auch, wenn die beiden jetzt gewonnen haben. Okay, Hotdog-Suppe und das Ding. Scheiße, was jetzt Hotdog? Bitte mach Suppe. Ja, Suppe tatsächlich, aber das nützt uns nicht. Der Hotdog war hier irgendwo. Sehr schön. Der Luigi hat's gerichtet. Super Hotdog-Eis. Super Hotdog-Eis, Super Hotdog-Eis. Super Hotdog-Eis. Müsste beides nebeneinander sein. Ja, ich wollte es gerade aufdecken, aber es war schon zu spät. Suppe Pommes Hotdog. Suppe Pommes Hotdog. Suppe Pommes Hotdog, Suppe Pommes Hotdog.
schade, jetzt müssen wir wieder raten. Sehr schön, der Luigi hat gerade gebogen. Okay, Hotdog, Pommes, Eis. Hotdog, Pommes, Eis, Suppe, scheiße. Ich hab ja keine Ahnung, wo denn die Suppe war. Ach, komm. Jetzt habe ich ja auch Pech, dass er immer das gefragt hat, was ich mir nicht gemerkt habe. Und jetzt können die tatsächlich gewinnen. Die können. Darf nicht wahr sein. Ja, wir müssen ja dagegen setzen. Das ist doch scheiße. Wenn ich jetzt dagegen setze, kann doch keiner mehr gewinnen. Kann ich nicht? Theoretisch kann jetzt keiner mehr gewinnen. Wenn ich jetzt... Ja, also wenn wir jetzt Kerker doppelt gewinnen, dann kann keiner mehr was setzen, weil dann klappt das irgendwie überhaupt nicht mehr mit den Reihen, oder bin ich jetzt doof? Wir werden es gleich sehen. Aber auch Kerker doppelt mag ich jetzt nicht so sehr. Schon was der Luigi reißen kann. Gut, dass ich links bin, da kann ich auf jeden Fall zuerst an die Kurve, weil die Dings warten ja nicht, die CPUs. Wir könnten den Ticken schneller gewesen sein, wobei jetzt habe ich es versaut. Hab ich ein bisschen versaut. Scheiße. Komm, 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 komm. Ja, der Yoshi ist schneller. Scheiße. Brauch Glück bei den Röhren. Das ist auch immer extrem wichtig, die Röhren. Ganz enorm wichtig. B, 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 B. Hämmern, hämmern. Smashen, smashen. Komm, komm, komm. Ja, ich bin gerade schlecht. Aber hier können wir ein bisschen was ausgleichen. Bei mir jetzt nicht. Ich warte im Vergleich zu denen. Komm, 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 komm. Mach, komm. Spring drauf. Ich würde dir gerne helfen. Wenn wir euch beide drücken, geht es schneller, habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Ich mach das. Komm, geh rüber da. Geh rüber da, geh rüber da, geh rüber da. Mach mit, mach mit, mach mit. Auf da. Okay, wir haben hier ein bisschen aufgeholt. Die Technik hilft. So, jetzt mal sehen. Ich glaube nicht, dass es eine von den vorderen ist. Probier es mit der hinteren. Und hatte Glück. Komm, Luigi. Ich glaube auch hier wieder nicht, dass eine voll vorder ist. Ich glaube eine in der Mitte, aber... Ja, sehr schön. Komm, Luigi, geh doch rein. Ich hatte doch die richtige schon. Komm schon. Okay, jetzt das wieder. Das kann ich natürlich nicht. Das kann ich nicht. Das ist gerade so das Problem, das ich habe. Ich kann das Spiel nicht. Ich kann das Spiel leider mal so gar nicht. Aber wir haben guten Vorsprung. Wir haben guten Vorsprung. Sind wir sogar relativ synchron gerade. Und wir haben's. Glück. So, jetzt bin ich gespannt, wie sie das jetzt machen. Bei Theorie kann keiner mehr gewinnen. Okay, naja, wobei doch, wir können in der Mitte, oder? Wenn wir noch zweimal gewinnen, können wir in der Mitte machen. Aber die haben doch keine Chance mehr zu gewinnen. Bin ich jetzt gerade komplett doof? Doch, wir können doch gewinnen, indem wir die beiden in der Mitte machen, aber die halt nicht mehr. So oder so, ihr habt verloren. Ja, verlieren so oder so. Wie der Gumba gerade geguckt hat, habt ihr das gesehen? Also, boah, nicht da euer Ernst. Und schon wieder das Drecksspiel. Ja, ich denke, das Bingo-Duell wird im Unentschieden enden, weil ihr seht's ja. So, komm, 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 komm. Ach, das ist doch Dreck, das Minispiel. Sind wir mal kurzzeitig abgegangen, aber natürlich vergessen. Ich kann es da gar nicht smashen. Jetzt haben wir Glück, wir haben Glück. Könnte ich das noch gewinnen? Könnten wir es noch gewinnen? Komm, Luigi, komm, Luigi, komm, Luigi. Jetzt nochmal gegen das Feuer fahren. Tun sie aber nicht. Das war aber trotzdem meine beste Runde bisher. Oh, wenn ich nach wie vor verloren habe. Ich werde dieses Spiel in dem Let's Play nicht mehr gewinnen. Es funktioniert nicht. Aber ich habe jetzt so eine ungefähre Technik raus, zumindest wie ich vorankomme. Am Anfang war es ja furchtbar. Ja. Trotzdem, die können nicht gewinnen. Egal was sie machen.
Mir zwar auch nicht mehr, aber... Okay, Schatzsuche im Team. Es wird in einem Draw enden, auf jeden Fall. Ja, aber die Vergabe der Minispiele ist auch ein bisschen doof, weil... Ich meine, es kam dreimal das Dings da mit dem Fahren dran, es kam dreimal das mit dem die anderen Dings dran, mit den Bestellungen, also... Wo ist denn das Zeug eigentlich? Ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Auf der anderen Seite. Okay, irgendwo hier. Ich habe keine Ahnung, wo genau da drüben ist. Was? Ich sehe da schon was. Wenn der Luigi sich das allerdings schon, dann gehe ich runter. Taktisch natürlich dann sinnvoller. Ich ist gerade vorbei. So, wo ist der Luigi? Luigi ist da oben. Irgendwie entgegenkommen. Komm, Luigi, komm. Ah, schade. Sie waren schneller. Muss man akzeptieren. Okay. Wir kriegen noch ein paar Münzen, aber das ist ja relativ egal. Wow, alle Felder sind voll. 4 zu 5, also gewinnt PDF. Was? Okay, herzlichen Glückwunsch dann an die beiden an der Stelle. Ja. So, was schauen wir uns denn als nächstes an? Ja, hier wird auf jeden Fall schon mal nichts mehr. Die Liste nützt mir auch nichts. Der Spiel zwar zusammen nützt mir auch nicht. Rekorde, rufe die Minispielrekorde auf. Das war's schon. Oh. Ja gut, wirklich viele Modi davon gibt's nicht. Dann gibt's jetzt noch die extra, wie hieß es extra? Dings, irgendwas. Da, den Extra-Room mit Extra-Minispielen. Ich weiß nicht welche, das werden wir uns dann anschauen. Ich sag, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.